Also Leute, neue Woche, neues Glück. Heute machen wir mal ein paar sahnige Kisten auf. Und ich habe ausnahmsweise sogar mal ein Ziel, ja? Es gibt gerade sogar einen Skin, den ich sehr, sehr gerne ziehen würde. Und zwar ist es der Cosmic Queen Ash Skin. Den kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Denn, ja, da gibt es eine kleine Hintergrundgeschichte. Ich habe jetzt nämlich ja angefangen, relativ viel Ash zu zocken. Und macht auf jeden Fall Bock, ist ziemlich nice. Und der Skin, ja, der sieht übel geil aus und hat richtig nice Chromas. Das Problem ist nur, man kann sich diese beschissenen Chromas nur kaufen, wenn man den Skin auch besitzt. Das heißt, beim League Partner Programm kann man keine Chromas dazu kaufen. Kompletter Scam. Hier, guckt euch das an. Require Skin. Was ist das denn für eine Scheiße? Also, haben wir jetzt ganz, ganz klares Ziel. Ja, ich habe nicht eingesehen, da jetzt echt das Geld für auszugeben. Deswegen lieber mal fürs Kisten reingepaint, nicht wahr, meine Lieben? Dann freuen wir uns beide ein bisschen. Schöne Sache. Zack, machen wir die erste auf. Und ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Gut, ne, Captain Volibear. Ja, nee, den brauchen wir jetzt nicht. Aber wird gebufft, ne? Volibear wird gebufft, warum auch immer ein Champion wie Volibear gebufft werden sollte. Manchmal macht Riot interessante Sachen, ne? Zack. Masterwork Chest. Divine. Nee, das ist so ein schöner Season 1 Skin, ne? Der kann nicht so viel. Hexig Key und. Es fängt gut an. Um ehrlich zu sein, wenn ich mich entscheiden könnte. Hätte ich aber lieber den Ash-Skin. Gemstones, da meckert man nicht. Da meckert man wirklich nicht rum, ne? Ich weiß, ich meckere ja bei allem, aber bei Gemstones, da kann man halt einfach nicht meckern. Dragonslayer Pantheon, ja, ist eigentlich ein cooler Pantheon-Skin, ne? Ich glaube aber, dass Pantheon Champion ist, der demnächst auch mal einen Rework verträgt. Weiß nicht, ich finde das Konzept von diesem, ne, Spartaner ist cool, aber der Champ ist schon, der ist ein bisschen veraltet, sind wir ehrlich, ne? Oh. Nochmal Masterwork Chest, super kennt. Der Skin ist richtig geil, ne? Passt auch einfach schön, ne? Blitze, das ist toll, ne? So, zack, weiter geht's. Ah, ich muss mich auch ein bisschen sputen, ne? Denn ich habe gar nicht so viel Zeit, leider. Aber das wird schon. So, Captain Fortune. Nee. Ja, bisher ist die Ausbeute eher dünn. Aber Skins sind ja eigentlich das Einzige, was wir wollen. Ich hätte genauer sein sollen, ne? Ich meine natürlich... Champion Skins. Wow. Das ist jetzt schon die zweite Kiste, wo nur ein Ward drin war. Sogar beim Reworld trollen sie mich. Schwierig. Rune Wars Renekton. Nee, ist auch eher dünn. Auch nicht das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. So. Zack. 3 Ward Skins? 3. In einem Opening? Ist es eigentlich euer Ernst, Riot? Ich wollte mir damit schon wieder sagen, ich soll mehr warden oder was? Junge, ich bin sowas von am warden. Ich bin fucking Gott, was das angeht. Also im Vergleich zu anderen AD Carries, ne, ganz ehrlich. Als Supporter. Schwierig. Moment. Jetzt reicht's aber langsam. Ich erinnere mich noch, als Masterwork Chest dafür stand, dass man definitiv einen Skin Shard bekommt. 4 Kisten jetzt schon, einfach nur weg. Also verarschen könnt ihr wen anders, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Okay, gut, ich weiß, ja, da. Ja, okay. Da habt ihr wieder. Ja, ist okay. Ich verzeihe euch. Ja, ist okay. Man hat ja auch mal seine Differenzen, muss man ganz klar sagen. Mafia Jinx, finde ich, ist der schlechteste Jinx-Skin, ne? Kann man ja anderer Meinung sein, aber dann habt ihr halt falsche Meinung. Chosen Master Yi, immerhin Laserschwert. Ich sag mal, die Masse ist wieder da, aber so die Qualität der Skins. Die lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Officer Volibear und hier Officer Trundle in einem Opening. Stellt euch mal vor, Hexig Pack Openings wären wie Karten legen. Hier diese komischen Astrophysiker, die können ja wirklich was. Ich meine hier diese... Wie heißt denn die Scheiße? Ist es Astrologie? Nee. Doch. Nee. Doch. Ja, die Scheiße, wo die halt Karten rumlegen und dann sagen, oh, du wirst sterben. So, stellt euch mal vor, das könnte man mit Champions machen hier, mit Hexig-Kisten. So, 2 Polizisten und 3 Wards. Das heißt, pass besser auf, bald kommt die Polizei. Ja, ich halte ein Auge offen, keine Sorge. So, aber insgesamt haben wir dafür jetzt trotzdem eine Menge Skin-Shards bekommen. Das sind 3, 6, 9, 12 an der Zahl. Wir haben bis auf den... Na, wir haben noch den Warwick-Skin vom letzten Mal. Ist auch der einzige, den ich noch nicht habe. Aber der ist mir egal. Das heißt, wir disenchanten jetzt, wir rerollen die jetzt fleißig. Erstmal machen wir aber den Wardskin, ne? Wenn die uns schon Wardskins hinknallen, dann gucken wir wenigstens mal, was rauskommt. Vielleicht überrascht uns der Riot mal mit einem schönen Wardskin. Was top. Der ist halt actually not bad. Irgendwo bei Riot hat sich jemand gedacht, wie wär's denn, wenn wir einen Wardskin rausbringen? Bei dem ein surfender Pinguin mit Rettungsreifen auf einer Welle reitet. Muss ich sagen? Nice, kann man eigentlich wenig gegen sagen, ne? So, und jetzt gucken wir mal. Wir hoffen weiterhin natürlich
auf Cosmic Queen Ash, ja? Das ist das Ziel. Da wollen wir hin, right? Okay? Gebe mir. Nee, das ist jetzt nicht ganz Ash. Ah, nee, überhaupt nicht. Aber akzeptiere ich. Habe ich, glaube ich, noch nie in-game gesehen, den Skin. Aber bei Aatrox gucke ich auch eigentlich immer weg. Weil der in meinem Gesicht ist nicht so schön. Bin ich ehrlich. So, zack. Zombie und Nunu. William, ja, nee. Ich bin generell kein Zombie-Freund, also in jeder Hinsicht. Egal was, Zombies sind nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, Zombie-Brand geht sogar noch. Ich meine das jetzt auch gar nicht nur auf Skins bezogen. Ich bin generell kein Zombie-Fan. Ich gucke auch keine Walking Dead oder so, ich weiß nicht. Zombies sind nicht so meins. Hol mich nicht ab. Ich weiß nicht, was man an Zombies so geil findet. Ach, I don't know. Ist da vielleicht auch eine sehr eigene Sache. So, jetzt aber, komm an. Infernal Alistar. Ja, oh, aber der ist eigentlich not bad. Der ist ganz cool, der ist das Skin. So. Jetzt der letzte Reroll. Komm. Die Hoffnung auf Ash besteht weiterhin. Do it. Do it for her. Jetzt gib ihn mir. Come on. Aha, aber ich sag mal, die Hoffnung ist immer noch da, okay? Die Chance ist immer noch da, dass wir jetzt hier vielleicht doch noch Cosmic Queen Ash bekommen. Come on! Das wär's jetzt. Es ist auch irgendwas mit Eis. Immerhin. Also die richtige Richtung habt ihr bekommen, right? Ja? Ich würde sagen, wir ballern nochmal zwei Kisten nach. Dann haben wir noch einen Reroll. Ja, da spricht natürlich wieder der Süchtige in mir. Aber ich weiß, ihr wollt's doch auch. Ne? Ihr wollt doch auch, dass das Video noch nicht vorbei ist. Ich kenne euch doch, ihr kleinen Schlingel. So. Zack, wir kaufen uns natürlich Masterwork, weil... Wenn ich mir eine normale kaufe, wenn ich mir zwei normale Kisten kaufe, können wir davon ausgehen, dass da nicht zwei Champion Chests drin sind. Da sind wir ganz ehrlich. Das weiß ich inzwischen. So, Soulstealer Vladimir. Ja, der Skin ist not bad, aber der Champion, der kann gerne gelöscht werden, right? Dankeschön. Wenn ihr mir jetzt hier ein Emote oder so reinbrettert, dann bin ich aber wütend. Dann reicht's mir aber. Na gut, nee, das akzeptiere ich. Battlecast, oh, damit kann ich tatsächlich leben. So. Ah, also, der letzte Reroll, meine Freunde. Seid ihr bereit? Macht euch ready. Lehnt euch zurück. Genießt die Show. Cosmic Queen Ash. Come on. Nee. Ah, nee. War schon scheiße heute, oder? Also ein Gemstone haben wir bekommen, ja. Aber die haben halt irgendwie nicht mehr so den Bums hinter. Und ansonsten, was haben wir denn gekriegt hier? Ansonsten haben wir Reaper, Soraka, Program, Nami, Infernal Alistar, Zombie Nunu Willem, 5, ja, wobei, die Menge an Skins passt wieder, ne? 5 Skins ist echt solid. Aber da ist niemand dabei, über den ich mich jetzt so richtig freue, ne? Naja, was soll's. Die Suche nach Cosmic Queen Ash geht auf jeden Fall weiter. Mal gucken, wie viel Geld ich da noch reinbrettern muss. Ich könnte mir auch für 1300 RP kaufen, aber das wäre ja langweilig, ne? Dann hätten wir ja nichts zum Angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was mich tatsächlich interessieren würde, was ist denn euer absoluter Lieblingsskin? So von allen 7 Millionen Skins, wenn ihr da einen einzigen Skin wählen könntet, wo ihr sagt, der ist es. Wenn alle Skins deleted werden, außer der, wäre mir egal. Schreibt es mal in die Kommentare, interessiert mich tatsächlich. Bei mir, ich muss sagen, mir fällt es schwer. Ich finde, das ist generell bei vielen Sachen. Desto mehr Auswahl man hat, desto schwerer fällt es sein. Ich weiß auch immer bei Netflix nicht, was ich gucken will, weil es so viele Serien gibt. Aber mein Lieblingsskin, wenn ich einen wählen müsste... Ich glaube, ich würde Hainu und Lucian tatsächlich nehmen. Einfach nur, weil der sich unglaublich smooth spielt und mega geil aussieht. Aber ich glaube, das ändert sich halt auch je nachdem, welchen Champion man gerade maint oder viel spielt, ne? Also lasst es mich gerne wissen. Oder halt auch nicht, ne? Wie ihr Bock habt. Tschüss, okay, haut rein, ne? Okay, ich halt mal. Tschüss.